Servus Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Days Gone. So, ein wichtiges Projekt steht an und ja, was das ist, haben wir gar keine Ahnung. Keine Andeutung bekommen, noch gar nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt auf uns wartet. So, dafür müssen wir nochmal da in die Höhle. Dieses ganze Hin und Her und Abbiegen und Arsche und leck mich! Was kommt jetzt für ein Scheiß? Ah, Sir, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier, suchten nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich war der Soldat, der Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich... will sie zurück. Ja, Sir. Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Der tiefe Fall der Menschheit. Ja. Yeah. Ihr geht mir alle auf den Sack. Das Böse ist in uns. Durchfall. Das Böse ist in uns. The Evil Within. Schleichwerbung für ein anderes Spiel. Neuer Job, das willst du gar nicht wissen. Und noch eine Fertigkeit. Ey, das geht ja wieder gut los hier. Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Das ist gut. So, Moment, jetzt muss ich aber trotzdem mal kurz hier gucken, die Stories. So, das willst du gar nicht wissen. Das Böse ist unter uns. Ah, da ist wieder eine Rede. Na, dann schauen wir doch mal. Nach dem Fortsetzen der Handlung sind die südlichen Regionen vorübergehend gesperrt. Nein. Will ich jetzt nur nicht machen. Ich habe ja abbrechen gedrückt. Sehr gut. Vor einiger Zeit stand ich hier vor euch und beklagte den Verlust von Captain Jimenez, unserem einzigen Arzt und meinem guten Freund. Und für welche große Sache hat er sich geopfert? Nur damit ein Junkie, diese widerwärtige Kreatur, Hai werden konnte. Jimenez starb, weil er sich zwischen einen Junkie und seine Drogen stellte. Das sind dieselben Bewegungen wie beim letzten Mal. Ich habe Maßnahmen ergriffen, damit das nicht mehr vorkommt. Zu ihrem eigenen Schutz. Die Lieutenants Whittaker und Weaver werden in der Arche ab jetzt streng bewacht. 24 Stunden am Tag. Die Bewegungen und die Synchro. Hammer. Mega. Ab heute gilt, Personen, oh, da wird ein Baum gehangen, die über großes Wissen verfügen, das nicht zu ersetzen ist, Mechaniker, Ingenieure, Forscher, medizinische Kräfte, werden von ihrer Pflicht entbunden und in die Arche verlegt, bis dieser Krieg vorbei ist. Von jetzt an
darf die Arche niemand mehr ohne ausdrückliche Sondererlaubnis betreten. Diese Erlaubnis kann nur von mir ausgestellt werden. Ausnahmen sind nicht möglich. Leider muss ich erkennen, dass die Freaks niemals unsere echten Feinde waren. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschheit, die vollkommen degeneriert ist und in Sünde lebt, ist unser wahrer Feind. Behaltet eure Nachbarn im Auge. Das Böse ist unter uns. Kann ich die Waffe ziehen? Bitte. Es tut mir leid, irgendwie, das erinnert mich total an Far Cry 3. Oh, was? Der Charakter, mit dem ich die ganze Zeit Werbung gemacht habe, der total böse ist. 1000 Vertrauen, yay. Den töte ich und im letzten Drittel des Spiels stelle ich irgendeine Figur vor, die ganze Zeit nicht vorkam. Und das ist dann der richtige Bösewicht. So kommt mir das hier genauso vor. So, Kopfgeldziel. Dann machen wir die Kopfgeldmission jetzt noch fertig. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt Stufe 3 bin, dann kann ich doch jetzt bestimmt auch neue Waffen kaufen. Komm schon, der Scheiß? Das ist erste Klasse Scheiß, kannst du glauben? Hey, das nenne ich ein Eisen. Ich meine ja nur. Hey, sei bloß vorsichtig mit dem Ding. Schieß dir kein Auge aus. Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. So. Okay, ja. Jedes kleine bisschen hilft, oder? Ja, komm, die PDV behalten wir. Den Chicago Shopper nehmen wir. Okay, das ist schon besser. Da behalten wir das Scharfschützengewehr. Ah, okay. So. Bis dann, Corporal. Ciao. Die andere Richtung, okay. Spielen wir das Spiel mit. Oh, okay. Ja klar, keep out explosive. Ich stelle explosive Fässer neben einem Holztor. Macht Sinn. Genau so macht man's. So ist Troja untergegangen, weil irgend so ein Vollidiot ein explodierendes Fass neben das Pferd gestellt hat. Oha, Bär oder Rager? Okay, Bär. Bär. Hopsa, sorry. Danke fürs Ohr. Ach, das sieht ja geil aus. Hier
könnte man so gut eine Falle stellen. Schuss. Ja, komm schon. Wow, was war denn das gerade? Ach ja, ist eine Kopfgeldmission, da muss ich ja meinen. Okay, Brad Myers. Wo zum Teufel? Moment mal. Was etwa deine neuen Kumpel? Scheiße. Hihi. Yes. Yep. Na, endlich. Tja. Ging nicht so gut aus, oder? Finde das Anarchistencamp, was? Wo zur Hölle bist du, Myers? Ach, warte, hinten ist was. Seht ihr das kleine Blaue? Das kann sein, dass da was ist. Teufel! Was ist denn los? Nein. Ja, mich hat's erwischt! Weil ich irgendwelche Leute erschieße. Feigling. So. Okay. Oh. Das ist es. Falsche Richtung. Vielleicht da oben. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Das ist gut. Das ist der. Oh ja, hier sind sie. Okay. Okay, Myers. Man sagt ja Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal lieber. Vor allem, der hat eine Bibel geklaut. Ich glaube nicht, dass da viel Frieden auf ihn warten wird. Schade, dass man hier nirgends eine Horde sieht. Das wäre ein cooler Platz zum Verteidigen.
Der Sheriff. Und Mats. Was haben wir denn da? Okay, gut. Und jetzt nicht zum Kern. 35%, mal sehen, ob die noch reichen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich hoffe es ja. Oh fuck! Schnell hier weg. Oha. Fantastische Musik. Oh Gott! Ich habe jetzt gedacht, ich bin wieder zu schnell und sterbe. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Ah. So, schnell mal nachtanken und reparieren lassen. Dick! Corporal, hey. Hey, Sarge. Wir sehen uns, Corporal St. John. Ja. Hallo? Ah ja. Colonel Garrett. Sir, Corporal... St. John, richtig? Ja, Sir. Ich habe den Fahnenflüchtigen gefunden. Private Myers, Sir. Und hier ist Ihre Bibel. Und der Allmächtige habe das letzte Wort. Haben Sie ihn lebend hergebracht? Am Sammelpunkt wartet schon eine Schlinge auf ihn. Nein, Sir. Die Anarchisten waren vor mir da und folterten ihn zu Tode. Bedauerlich. Doch Gottes Wille ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Sir. Weitermachen, Corporal. Das willst du gar nicht wissen. Ja, das stimmt allerdings.
Kopfgeldjäger, 100%. Geil. Wenn du ein Mörder oder Schlimmeres bist und mich jemand bezahlt, dich auszuschalten, dann bist du schon tot. Du weißt es nur nicht. Yay, individuelles Design. So. Keine Ahnung, wo das infizierte Gebiet sein soll. Wird ja leider nicht angezeigt. Höchstens, wenn es die Nester hier sind. Aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Das wird irgendwo hier sein. Oder da, da ist er auch noch. Ach, keine Ahnung. Auf. Ah, doch. Infizierte Schreier. Ach, das sind doch, das sind tatsächlich die Vogelnester. Okay. Aber egal, in der nächsten Folge, Leute, geht's mit der Hauptmission weiter. Und dann müssen wir uns scheinbar von dem Gebiet hier erstmal verabschieden. Es ist schon ein bisschen seltsam. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Macht's gut, bis dann und ciao.